achter Spieltag der Fußball-Regionalliga West. Die Sportfreunde Siegen empfingen an diesem Freitagabend bei Flutlichtatmosphäre den Gast, die U23-Mannschaft des Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. Die Mannschaft von Michael Boris nach den etwas enttäuschenden Auftritten in Erntebrück und Hüls also auf Wiedergutmachungskurs. Die Mannschaft etwas umgestellt nach der 4-Spiele-Rotsperre für Alexander Hettich, also André Day, in die Mannschaft aufgerückt. Man darf gespannt sein, wie die Mannschaft diesen Ausfall kompensieren kann. Die erste Chance der Partie allerdings, die gehörte den Gästen, die in den blauen Trikots von links nach rechts zunächst einmal spielten. Dann Pass auf Luca Dürholz. Dürholz hat jetzt hier etwas Platz, lässt erstmal einen, aber Raphael Kotschor sicher, kann den ersten Ball parieren. Die nächste Gelegenheit dann auf Seiten der Sportfreunde Siegen. Das ist Julian Jakobs auf der rechten Seite. Jakobs mit der Flanke in die Mitte. Versucht Rene Levion anzuspielen, aber der Kopfball des Stürmers der Sportfreunde Siegen über das Tor von Gästekeeper. Und auch die nächste Möglichkeit gehörte den Sportfreunden Siegen, die jetzt hier einen Angriff einläuten. Das war Daniel Grebe mit dem Pass auf Sven Michel, der sich hier schön durchsetzen kann. Dann Pass in die Mitte, aber André Day kann den Ball nicht ins Tor befördern. Am Tor von Niklas Lomp leider vorbei. Das ist die zweite Möglichkeit der Sportfreunde Siegen hier in der ersten Halbzeit, die allerdings auf eine Mannschaft trafen, die viel Gegenwind brachte. Und so gab es jetzt hier einen Freistoß für die Gäste. Ball zunächst kann einmal geklärt werden, aber dann die Gäste im Nachschuss. Das ist mit der Nummer 10 wieder Luca Dürholz. Aber auch den hat Raphael Kotschor sicher. Und dann kam es zu einer unschönen Szene. Christoph Klippel hier im Zweikampfduell mit einem Gegenspieler der Leverkusener. Und dann auf einmal tut es weh. Christoph Klippel muss schmerzzehrend den Rasen des Leimar-Stadions begegnen. Für ihn ging die Partie nicht weiter. Hier im Zweikampfduell gegen Christoph Siefkes also dann umgeknickt. Für ihn neu in die Begegnung kam Markus Lemke. Bei Christoph Klippel wird wahrscheinlich ein Außenbandriss vorgefallen sein. Das wird wohl irgendwie 6 Wochen Ausfall bedeuten. Die erste Möglichkeit der zweiten Halbzeit gehörte wieder den Gästen. Freistoß und dann muss Raphael Kotschor aufpassen. Aber auch den Ball hat der Keeper der Sportfreunde Siegen sicher. Und auch die nächste Gelegenheit dann für die Gäste aus Leverkusen. Gleich ist da Okan Aydin am Ball, hier mit der Nummer 9. Aydin, der Deutsch-Türke, mit einer guten Begegnung. Hier mit dem Distanzschuss, aber am Tor von Raphael Kotschor vorbei. Und so waren die Gäste stets bemüht, Nadelstiche zu setzen. Den nächsten Nadelstich allerdings hier jetzt die Sportfreunde. André Day mit einem Distanzschuss, aber am Tor der Leverkusener vorbei. André Day, der den Job des Zehners ganz ordentlich machte. Sicherlich in einigen Situationen die Offensive etwas unglücklich. Allerdings versuchte die Mannschaft, den Ausfall von Hettich zu kompensieren. Hier jetzt die nächste Gelegenheit, allerdings wieder auf Seiten der Gäste. Langer Ball. Serkan Dahlmann versucht zunächst einmal mit dem Kopf zu klären. Dann Nachschuss auf Raphael Kotschor, der da aufpassen muss. Der Schuss von Kolja Pusch kommt da etwas gefährlich vors Tor der Siegner. Und auch die nächste Möglichkeit gehörte dann den in Blau spielenden Leverkusenern. Das ist wieder Aydin. Aber auch der am Tor von Raphael Kotschor vorbei. Die nächste Möglichkeit dann allerdings wieder auf Seiten der Gäste. Sven Michel spielt den in der Mitte freigewordenen André Day an. Day, aber auch dieser Schuss weit über das Tor der Gäste. Und dann sollten sich die Sportfreunde in einem dann doch eher etwas enttäuschenden Spiel selbst belohnen. Es gab zunächst einmal Freistoß von der linken Seite. Der Ball wird in die Mitte gespielt, Ball wird immer länger, die Gäste können zunächst einmal klären. Der Ball landet wieder bei André Day. André Day schaltet da 2 Leverkusener aus, Ball in die Mitte. Sonntag verschätzt dich, Weber legt auf Michel und Michel kann einnetzen im Strafraum. Also der 5. Saisontreffer des Siegner Außenstürmers Sven Michel hier, der seine Sportfreunde Siegen auf die Siegerstraße bringt. Sicherlich eins seiner wichtigsten Treffer im Dress der Sportfreunde. Und wir sehen das Tor hier nochmal in der Wiederholung. Patrick Sonntag köpft hier seinen Gegenspieler Julian Riedl an. Dann verlängert Richard Weber in den Lauf von Sven Michel. Und der kann eiskalt vor dem Tor einnetzen.
Sven Michel also wie bereits erwähnt mit seinem 5. Saisontreffer. Und der Jubel bei den Sportfreunden, er nahm nahezu kein Ende. Alle wollten sie den Siegtorschützen, den möglichen Siegtorschützen, beglückwünschen. Und die Sportfreunde wussten, das dürfen wir uns hier nicht mehr nehmen lassen. Die letzte nennenswerte Aktion der Begegnung war dann auch auf den Seiten der Sportfreunde Siegen zu verzeichnen. Hier zunächst einmal Einwurf der Gäste. Die Sportfreunde schalten schnell um. Das ist André Day, spielt in die Mitte zu Sonntag. Und dann Schuss, aber auch den kann Niklas Lomp parieren. Die Sportfreunde bezwingen also in diesem Freitagabendspiel die U23 von Bayer Leverkusen mit 1:0. Und nächste Woche ist dann also englische Woche. Es geht Dienstag zum Mitaufsteiger FC Krai. Am Freitag bereits das nächste Heimspiel gegen die U23 von Schalke 04. Und jetzt für Sie wie gewohnt die Stimmen zum Spiel. So, Richie Weber also jetzt hier 1:0 Sieg gegen Leverkusen. Das war ein ziemlich hartes Stück Arbeit heute, oder? Ja, auf jeden Fall. Zumal die auch gefühlte 80% Ballbesitz hatten, aber es war uns von vornherein schon klar, es ist eine U23-Mannschaft, die sind spielstark. So war es ja auch gegen Köln und hat ein bisschen länger gedauert, bis wir die Ballgewinne hatten. Aber hinten standen wir gut, haben nichts zugelassen und wir wussten, dass wir dann einen noch draufsetzen können, entweder nach einer Standard oder nach einem Konter und so hat es ja dann auch geklappt. Genau, du hast es schon angesprochen, wieder zu null, immer noch beste Defensive der Liga. Sieht man gerade in Spielen wie heute, wie wichtig die Abwehr eigentlich ist? Ja, allemal. Also ist ja nicht nur die Abwehr und nicht nur Rafael Kotscher, sondern es fängt vorne an bei Lewe oder Wojcik, wer auch immer spielt. Die steuern da super. Wir arbeiten als Block richtig stark und für jeden Gegner ist es schwer, da durchzukommen. Man hat gesehen, Leverkusen hatte vielleicht ein paar Fernschüsse, aber so vor das Tor sind sie gar nicht gekommen. Also. Du bist im Laufe des Spiels dann auf die Innenverteidigerposition gerückt. Weißt du schon bei Christoph Klüppel Näheres? Nee, leider nicht. Also ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ich war ja in unmittelbarer Nähe, sah nicht so gut aus. Weißt du denn, was da vorgefallen ist? Ist mit einem Zweikampf mit seinem Gegenspieler, denke ich, meinem Knie weggeknickt. Also so, ich will jetzt nichts vermuten, keine Ahnung, aber ich hoffe, weil Klippi ist sehr wichtig für uns, ich hoffe, dass nichts Schlimmes. Und am Dienstag geht es zum FC Krai. Deine Prognose fürs Spiel ist natürlich ein mitspielender Aufsteiger, ne? Die machen sich ganz gut dieses Jahr. Ja, also ich habe sie persönlich noch nicht gesehen und auch noch nie gegen sie gespielt, aber das, was man gehört hat, ist so die erste richtige Überraschung in der Regionalliga West und es wird nicht einfach, genau wie heute auch, müssen wir auch erstmal bekämpfen, bespielen und wenn wir das dann wieder machen und die mit der Leidenschaft dabei sind wie heute, dann ist da auf jeden Fall was Zählbares drin. Okay, es ist Freitagabend, mach dir mal ein schönes Wochenende und erhol dich ein bisschen. Danke. Siegtorschütze Sven Michel, du hast dieses Jahr einen richtigen Lauf, oder? Kann man das so sagen? Ich will nicht davon sprechen, man denkt gerne Reißerlauf, deswegen kann es gerne so weitergehen, sagen wir so. Ja, das war heute ein ziemlich schweres Spiel. Die Leverkusener, haben ganz gut mitgehalten. Hat man in Spielen wie heute gesehen, wie wichtig die Defensive ist und dass ihr eigentlich für ein Tor immer mal wieder gut seid? Uns war eigentlich von vornherein klar, dass wir nicht das Spiel machen werden. Und haben uns auch gut drauf eingestellt, würde ich sagen. Haben sehr gut nach hinten gearbeitet. Ja, machen glücklicherweise das 1:0 da. Ja, ob verdient oder nicht, wir gewinnen 1:0, 3 Punkte. Alles ist gut. Und am Dienstag geht es sagen wir mal so, Richard Weber hat gesagt, zur ersten Überraschung der Regionalliga Westsaison zum FC Krai. Deine Prognose fürs Spiel wird ein bisschen anders sein als heute wahrscheinlich. Ja, wird ein ganz anderes Spiel. Da müssen wir vermutlich wieder versuchen, das Spiel zu machen und dann ist es wieder ein ganz anderes Spiel. Wir werden sehen, was kommt, geben unser Bestes und dann schauen wir, was drin ist. Dann macht ihr noch ein schönes Wochenende, belohne ich mal selber für den Siegtreffer und wir sehen uns Dienstag in Krai. Alles klar, vielen Dank. Ja, 1:0 verloren. Glückwunsch an die Gegner. Zu den 3 Punkten, ich möchte es eigentlich gar nicht so sehr kommentieren. Qualität des Spiels ist das eine, Quantität das andere. Unterm Strich stehen die 3 Punkte für Siegen und da muss man auch die Größe haben zu gratulieren und alles Gute zu wünschen für die nächsten Spiele. Und mehr möchte ich eigentlich nicht zu sagen. Danke. Ja, schönen guten Abend zusammen. Dann hast du natürlich jetzt eine Aufgabe hier hingestellt. Ja. Also muss ich alles machen. Eieiei. Wie fange ich an? Ja, wir möchten immer was hören von mir. Also ich habe auch gesehen, dass Bayer Leverkusen ganz, ganz viel Ballbesitz hat. Dass wir ja eigentlich permanent hinter der Musik hergelaufen sind. Aber ich habe auch gesehen, dass Rafa Kotscher, glaube ich, nicht viele große Chancen rausholen musste, weil wir wirklich sehr, sehr gut gegen den Ball gespielt haben. Das Tabellenbild, wenn ich dann immer so lese, ja, Leverkusen kommt
wir haben ja 7 Punkte, ihr müsst mal auch gucken, gegen wen die schon gespielt haben. Die haben Lotte schon gespielt, die haben Wuppertal gespielt. Das heißt, diese schweren Aufgaben, die haben wir alle noch vor der Brust. Ich glaube, Viktoria Köln hat ja auch schon gespielt. Da hängen die Trauben natürlich hoch. So, letzte Woche haben sie Lotte abgefertigt mit 3-1. Das macht man mal nicht so von ungefähr. Und wir haben sie dreimal gesehen, wir haben sie gegen Bochum gesehen, da waren sie schwach. In Wuppertal hätten sie eigentlich schon einen Punkt verdient gehabt und letzte Woche haben sie sich dann 3 geholt. Also wussten wir, wenn wir mit denen Fußball spielen wollen, wird das sehr, sehr schwierig, gerade da unser Fußballer Alex Hettich durch die rote Karte auch noch gesperrt war. Haben uns ein bisschen tiefer fallen lassen und haben sie auch bewusst spielen lassen. Ich denke, dass André gerade in der zweiten Halbzeit ein paar gute Chancen hatte, muss er vielleicht nochmal auch besser den Abschluss suchen. Aber alles in allem darf man immer wieder nicht vergessen, wir haben das Ziel, den Klassenerhalt. Wir haben jetzt einen Kontrahenten, der auch das Ziel hat, in der Klasse zu bleiben. Ich glaube, auf 10 Punkte hinter uns liegen lassen. Und was ich auch immer wieder sage, wir haben uns vor der Saison ganz klar und bewusst gesagt, wir kaufen oder wir holen Spieler, die Regionalliga-Erfahrung haben in der Defensive. In der Offensive haben wir Geduld, haben wir Zeit. Da haben wir halt einfach mal 5, 6, 7 Chancen mehr. Jule ist noch lange nicht da, wie er letzte Saison war. Und wenn man dann gesehen hat, hat den Julian Riedel gespielt, der läuft nicht einfach mal im linken Außenverteidiger von Bayer Leverkusen U23 davon wie letztes Jahr. So, und die Geduld, die haben wir. Vielleicht spielen wir nochmal 0-0 wie letzte Woche gegen Hülz. Nur eins ist auch klar, Leverkusen hat eine Riesenqualität. Und wenn ihr das Programm habt, wo dann Felbert, Hülz und die ganzen kommen, holt ihr auch eure Punkte und dann kommt ihr da unten raus. Allen einen schönen Abend. Ich nehme da jetzt nicht vorweg, wie das weitergeht. Und ja, bis zum nächsten Heimspiel. Ich würde mich natürlich freuen, weil wir haben extra auf Freitagsabends verlegt. Da waren, glaube ich, 1700 heute hier, dass vielleicht gegen den Königsblauen S04 mal ein paar Leute mehr kommen. Danke. Alles klar. Sprechen wir erstmal zur Woche. Es gab Montag Gespräche mit Lutz Lindemann und der Mannschaft. Wie kann man sich sowas vorstellen als Außenstehender? Ja, man muss immer einen Verein repräsentieren und da waren einige dabei, die das nicht getan haben in der Außendarstellung. Und wie muss man sich das vorstellen? Die kommen ins Büro, Herr Lindemann sagt das ganz ruhig und sagt den Standpunkt des Vereins, was geht, was nicht geht. Und ich glaube, man hat heute gesehen, das hat ja nichts mit Fruchten zu tun, sondern sind ja klare Regeln, die man, Benimmregeln nenne ich einfach mal, ist der ein oder andere, hat sich nicht dran gehalten und dann gab es Konsequenzen und fertig. Ich stelle mir das so vor, als Trainer gibt es natürlich einmal die Phase, sagen wir mal Niederlagenserie, ist sicherlich sehr unangenehm, aber gerade sowas wie diese Woche ist sicherlich auch unangenehm, oder? Man stellt eine Truppe zusammen, wo man sagt, sind charakterstarke Spieler und dann muss man leider doch den Dialog suchen mit den Spielern einzeln. Ist das vielleicht für dich als Trainer auch eine unangenehme Situation? Man kommt sich dann vor wie so ein Sozialarbeiter, ja, weil es nicht um Fußball geht. Ne? Und dann kam am Freitag so die Frage bei der Pressekonferenz, hat das irgendwas sportliche Belange? Null. Die sind alle beim Training, die haben ja, eine gute Einstellung zum Training, zum Spiel. Sie lieben alle das Spiel, sonst würden sie nicht Fußballer sein. So, wo ich dann auch sage, ey Jungs, da habe ich auch keine Lust drauf. Ich habe einen 9-jährigen Sohn zu Hause, der ist teilweise nicht so anstrengend wie die Gespräche, die man da führen muss, weil es nochmal einfach ganz klare Benimmregeln für Mitteleuropa sind. Aber wie gesagt, ist abgehakt und ich denke, das tut ganz gut, dass wir hier heute gewonnen haben. Genau, ist abgehakt. Kommen wir jetzt aufs Spiel zu sprechen. Fazit nach den 90 Minuten heute von dir? Fazit nach den 90 Minuten, wir standen defensiv sehr gut, haben kaum eine Torschance zugelassen und offensiv haben wir den letzten Ball nicht gut zu Ende gespielt, aber waren dann, ich glaube, mit der einzigen Chance, die wir hatten, vielleicht hatten wir noch eine Standard eiskalt vor dem Tor, gewinnen 1-0 und haben jetzt 17 Punkte. Es ist immer, also du sagst es ja immer wieder, die Defensive, wichtig, die Null stehen. Ist das, hat man das heute genau in dem Spiel nochmal gesehen, wie wichtig die Null eigentlich ist, wenn man vorne mal einen Lucky Punch macht, wie wichtig das einfach ist. Und ihr seid ja momentan immer noch die beste Abwehr der Liga. Ich glaube, ihr seht, dass wir schon nach vorne spielen wollen und auch nicht Langholz, wir spielen flach. Wiederhole ich mich auch gerne, es ist einfach so vor der Saison geplant gewesen, dass wir die Regionalliga-Erfahrung defensiv geplant haben und offensiv wir wirklich sagen, hey, spielt das, spielt frech, spielt nach vorne, dass viele Fehlpässe dabei sind, dass viele Bälle nicht ankommen. Jetzt gleich kommt bestimmt die Frage, Sven Michel, 5. Saisontor. Wenn ihr euch letzte Woche anguckt, diesen Kopfballtreffer von Christian Erwig, ist er mit in der Verlosung, weil er einfach beim Einwurf schläft und seine Aufgabe war es, den Einwerfenden sich anzugucken, hat sich aber gefreut, dass irgendein anderer da am Ball ist, guckt nicht in den Rücken, der flankt unter Latte, das hatten wir übrigens letztes Jahr gegen Hülz beim 1-1 original dieselbe Szene und dafür kriegen sie auf den Helm. Aber das Gute daran ist, sie hören zu, sie verändern es, die Sachen, die wir dann in der Videoanalyse von euch immer wieder aufzeigen und ich sehe immer wieder kleine Fortschritte. André Day hat heute 3-mal den Abschluss gesucht, 3-mal nicht das Tor getroffen. Vielleicht trifft er am Dienstag auch wieder 3-mal diese Entscheidungen, Abschluss zu suchen, trifft er 1-mal das Tor. Vielleicht ist der sogar drin. Also man muss immer die Kirche im Dorf lassen. Das ist natürlich klasse. Du bist 5., glaube ich, hast jetzt 17 Punkte. Der Anspruch wächst.
Wir wollen 50 Punkte haben und danach, dann können wir spielen, wie wir wollen, weil dann passiert nach unten nichts. Viktoria ist die Übermannschaft. Ich weiß nicht, wie viel Fach den Etat sie haben. Hätten wir ein bisschen mehr im Etat, hätten mehr Qualität für vorne noch geholt, die auch 70, 80, 90 Regionalligaspieler haben. Na, was ist denn dann hier los? Wir haben uns aber für den anderen Weg entschieden und ich glaube, mit den 17 Punkten zeigen wir das von Woche zu Woche, dass der Fußball vielleicht nicht so ist wie letztes Jahr, wo wir die Erfahrung in der NRW-Liga hatten, aber wir holen unsere Punkte und das von Woche zu Woche. Zunächst einmal eine Frage, Christoph Klüppel, verletzungsbedingt ausgewechselt. Weißt du da schon Näheres zu? Wir haben ihn eben gesehen mit Verband. Wie lange wird er ungefähr ausfallen? Weißt du da schon Näheres? Nee, das kann ich dir nicht sagen. Also es ist keine Fraktur, hat der Doktor mir gesagt. Morgen früh geht er nochmal ins MRT, glaube ich, um zu gucken, welches Außenband, ob es gerissen ist, ob es angerissen ist. Also morgen wissen wir ein bisschen mehr, aber fällt definitiv aus. Nur da sieht man einfach, wir wechseln Lemke. Ich nehme das immer anhand der Spiele mit 70 Spielen ein. Richie Weber rückt nach innen. Ich glaube, man hat nicht gemerkt, dass auf einmal normalerweise Innenverteidigung wechseln nie aus, weil dann ist ein Bruch im Spiel. Ja. Da war nichts. Ne? Leon, Richie, ja, das ist einfach, und das ist schön, da freue ich mich drüber, nicht, dass er verletzt ist, sondern dass du einfach ja immer wieder nachlegen kannst und das war letztes Jahr nicht so und von daher denke ich, haben wir bis jetzt vieles richtig gemacht. Hattest du dennoch im Spiel so kurz den Moment, wo du dir dachtest, ey, mit Klippel bricht natürlich in der Innenverteidigung ein starker Mann aus, dass man da sich schon so Gedanken macht, hätte ich fehlt vorne, wenn Klippel noch hinten was anbrennen lässt, macht man dich als Trainer auch ein bisschen Sorgen in so einem Moment? In dem Moment habe ich mir Sorgen gemacht, weil der Ball nicht ausgespielt wurde und Sven Michel auf einmal links in der Viererkette spielen musste und die haben den Ball nicht ausgespielt. Da hatte ich auch dann zu Daniel Grebe gesagt, ihr müsst mal eben das Spiel unterbrechen, damit wir wieder auffüllen können auf 11 Mann. Alles in allem, nee, da mache ich mir, Richie ist eigentlich gelernter Innenverteidiger, hat sich aber da durchgesetzt gegenüber Markus Lemke. So, und jetzt, wer weiß, wie lange Klippi ausfallen wird, solange wird Richard Weber das Innen spielen und dann wird Lemmy links in der Viererkette spielen. Nur jetzt darf auch nicht mehr so viel passieren, weil der Kader auch jetzt nicht so groß ist, dass wir jetzt immer wieder nachgeben können. Ist im Moment ein bisschen der Wurm drin, aber Waldemar Schattner hat mir gesagt, dass er Montag wieder ins Training einsteigen wird. Wojciech Polek läuft, das heißt, für vorne werden wir dann auch noch eine Alternative haben. Also, da bin ich gute Dinge. Die medizinische Abteilung tut echt ihr Bestes. Freut mich. Gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Dienstag geht's nach Krai. Wurde schon mehrfach gesagt, Überraschungsmannschaft der Liga. Freitag kommt ein ehemaliger Arbeitgeber vorbei. Freust du dich schon so ein bisschen auf die nächste Woche? Ich freue mich erstmal auf Krai. Das habe ich auch gelernt in meiner jungen Trainerkarriere. Nützt nichts, wenn hier am Freitag der Königsblaue S04 kommt und ich freue mich da Freitag drauf wie eine kleine Jung. Aber ja, in Krai liegen auch die Punkte. So, und wenn ihr meint, fährst mal eben nach Krai, die haben so neongrüne Trikots, ja. Ja, die kommen übers Kollektiv, die sind 11 Freunde, muss man wirklich fast so sagen. Mein Kollege Wissel macht da eine Riesenarbeit. Die sind in 2 Jahren 4 Ligen aufgestiegen und haben jetzt auch schon ein paar Punkte geholt. Auch wieder beackern, bearbeiten, bekämpfen. Ich hoffe, dass wir, weil dagegen, glaube ich, jeder von arbeiten, dass die physisch nicht so stark sind wie wir, dass sie heute das Spiel gegen Lotte nicht so gut verkraften. So, und dann müssen wir gucken, ob wir vielleicht auch hinten raus einen Lucky Punch setzen. Oder wir sind spielbestimmt, ich weiß es nicht. Das werden wir dann Dienstag sehen. Aber voller Fokus auf Krai. Und nach Krai, bitte, können wir uns gerne über meinen alten Verein unterhalten. Da musst du dann mit dem Daniel drüber sprechen. Auch das, schade natürlich. Ja. Und Abschlussfrage, wir haben jetzt Freitag, das Wochenende liegt noch vor uns, vor der Mannschaft. Wie sieht die Planung jetzt erstmal bis Dienstag aus? Ja, die haben sich natürlich gefreut hier heute Abend und jetzt kommt der böse Trainer nach dem Sieg und sagt, ihr müsst doch noch auslaufen. Es ist einfach wichtig, dass du regenerierst, heute auch ein bisschen ausschwitzt, diese ganzen Schlackstoffe. Entschuldigung, die im Körper sind, die müssen raus, morgen früh auslaufen, Sonntagmorgen Training, Montag Abschlusstraining. Also wir haben bis nächsten Freitag jeden Tag zu tun. Morgen sind 2 Physios da, dann müssen die Jungs pflegen. Also wir ruhen uns auch da nicht auf, weil es geht immer wieder um Punkte. Ja, ich glaube, da müssen wir noch ein paar sammeln. Alles klar, bedanken wir uns für das Interview und sehen uns Dienstag in Krai. Alles klar, bis Dienstag.